Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Spezial mit dem GameTube-Team. Heißt Daniel und Martin. Hallo, ihr beiden. Grüß Gott. Also, das ist eigentlich deren normales Let's Play. Ich bin quasi nur zu Gast, aber selbstverständlich gibt es auch meine Perspektive, aber auch deren Perspektive auf ihrem Kanal. Im Splitscreen. Was auch in der Beschreibung ist. Ja, jetzt müsst ihr es nicht sagen. Im Splitscreen. Das klingt dann immer so doof. Jetzt im Splitscreen, nur auf GameTube. letzte Folge sind die beiden Nasen draufgegangen. Ja, und Peter hat uns heldenhaft gerettet. Oh ja, ja, nicht wirklich. Unsere Hinterlassenschaften gerettet. Hat er echt gut gemacht. So, wie machen wir denn jetzt weiter, Leute? Ja, ich komme zu euch. Zu uns finden, glaube ich. Haben wir die Mine jetzt nicht schon genug geplündert? Ich meine, erleben wir hier noch irgendwas Geiles unten, oder was? Ach, wir sind doch gerade erst am Start, Junge. Kann man da außer... Wie viel Eisen haben wir? Wir können uns jetzt beispielsweise hier direkt eine Eisenrüstung bauen und weitermachen. Aus meinen Rohstoffen. Wir haben ja einen Ofen, oder? Nee, haben wir schon einen Ofen. Hallo? Willst du mich verarschen? Wo war denn der Ofen? Wir haben alle Eisen gefunden. Der Ofen ist viel weiter oben. Wir machen kurz einen neuen. Das sind ja nur 8. Oh, ich will den Ofen bauen. Lass ich mal den Ofen bauen. Schon gemacht. Ja, danke, Pete. So, du hast die Kohle. Ich habe eine ganze Menge Eisenerz in der Tasche. Oh, hier muss man vorsichtig. Dann brennen wir doch mal gemütlich los. Warte. Ich schmeiß mit der Kohle durch den Club. Was in den Club? Fuffis im Club. Ja. Fuffis passt jetzt aber nicht. So, brennt. Au, ich reiß mir gerade die Fingernägel ab hier. Was? Ich will mir einen sicheren Weg bauen. Oh, der ist auch fies. Was habt ihr denn hier gemacht? Kann man sich da nicht irgendwie so eine sichere Landezone bauen? Sand hinschippen oder so? Gut, nicht dass wir Sand dabei hätten, aber... Wir haben total viel Stein, Daniel. Wir können uns hier einfach Könnt ihr mir nicht vielleicht mal helfen? Man kommt hier überhaupt nicht runter. Ja, aber das ist ja langweilig. Stell dich nicht so an. Daniel hat es auch geschafft nach hier unten. Ja, guck ihn dir mal an. So will ich nicht enden. Wie meinst du denn das? Ja, so ich bin nur noch am Anfang. Was hat der Doktor gesagt? Deine Karriere? Wer hat das gesagt? Das, der Doktor. Ah, ich habe verstanden, meine Tochter. Ich dachte, jetzt gibt es aber ganz neue Infos. Ja, und wenn es so wäre? Ja, dann würde ich dir beglückwünschen, natürlich. Ach so. Ah, ich dachte, ich soll dich dann immer dann gleich anrufen, wenn es was Neues gibt. Kann ich gern machen, ich meine... Nein! Nein! Sag mal deine Nummer, wie war die 0173? Nee. Fick dich. Der alte Telefonnummer bei YouTube. Hör mal! Ja, wenn das meine Tochter jetzt gehört hätte. Ich komme hier nicht runter, ohne mir die Beine zu brechen. Was habt ihr hier gemacht? Komm, ich baue dir eine Treppe, wo bist denn du? Ja, hier. Wo, hier? Ja, dort. Ah. Ihr könnt euch gegenseitig auf den Bildschirm gucken. Ganz präzise Ansagen. Das ist aber gescheatet. Ach so. Der guckt immer ganz konzentriert dahin, der Pete, ne, wenn er irgendwas da hinschaufelt. Guck jetzt mal an. Die Augen. Mann, das ist eine andere Werkstatt, die du da siehst, Martin. Eine starre Augen. Das ist nicht unsere ja, hier. Ja, das eine weiter oben. Ja, muss ich dich jetzt holen kommen, ja. Oder was? Ja, aber wo? Ja, dort. Ah, okay. Soweit ich weiß, haben wir da keine vernünftige Treppe gebaut. Also das ja, das sage ich doch. Tricky. Wo ist er denn? Ich sehe dich nicht. Hier. Hast du Essen mitgebracht, Martin? Woher denn? Nee. Nimm was zu essen mit, wir fahren nach Brandenburg. Oh, da ist das. Ah. Ach, der ist doch harmlos. Der sieht aus wie ich auch ein bisschen. Bin auch ein bisschen dünn geworden. Du bist dünn geworden? Noch dünner? Ja, naja, ich werde irgendwie immer dünner. Weil ich das gar nicht sagen kann. Ich habe Martin noch nie in Real Life getroffen. Nee, wir haben... Im Ernst? Ja. Ja. Wir quatschen immer nur schon jetzt über ein Jahr fleißig zusammen miteinander. Wir könnten ja mal so ein Klassentreffen machen. Wir sehen uns auf der Gamescom, oder, Pete? Ja, definitiv. Aber du fährst auf die Gamescom? Wieso fährt eigentlich jeder auf die Gamescom, nur ich nicht? Ja, die coolen Leute halt. Ich dachte eigentlich, du wärst dran. Du warst letztes Jahr schon nicht dran. Ja, aber dieses Jahr ist irgendwie niemand. Ah, genau, genau. Das war knapp, ne? Da, ich bin doch da hinten, oder nicht? Ja, aber wo? Dort. Boah, mal ganz ehrlich, aber mir sind die Rohstoffe hier gerade wichtiger als du. Das ist Pete. Da liegt so viel rum. Ja, ich kann dir auch helfen, Daniel. Ja, aber jetzt nachher vergesse ich das. Ich weiß doch nicht, wo du bist. Du. Ah. Au. Da okay, hat offensichtlich gerade deutlich besseres Videomaterial als ich. Ich muss mal dazu stoßen. Ich bin schräg über dir. Bleib du mal, wo du bist. Ich bin schräg über dir. Das ist gerade so langweilig. Pete, wieso ist... warte mal. Ja, der helft mir halt beide. Haben wir noch Brot hier in unserer Wohnung? Nein. Brot. Doch, ich habe einen noch. Ja, mit dem Brot. Ich habe gerade 3 gegessen. Kein Wunder, dass du nicht mit dem Brot. Du hast es doch schon. Wo denn? Jetzt holt mich ab! Ich raste aus. Ja, dann, Pete, hol mal Martin ab. Ich finde den nicht. Ja, der okay. Hier. So. Boah, so viel Gold. Eisen. Na, hier ist falsch.
hätte mich inzwischen schon mit meinen Händen nach unten graben können in der Zeit. Ach ja, nachdem genau, hier waren die Zombies. Nachdem ich ja eh der Einzige bin. Ja, du bist auf dem Weg, ich sehe dich. Ja, ja, da bist du. Tach. Ich kann dich sehen, Pete. Siehst du, Pete kann das viel besser als ich. Muss mir ein bisschen mehr sagen. Siehst du mich... Genau über dir. Ach, okay, alles klar. Hä? Da habe ich doch eine Treppe gebaut. Und dann hat die Daniel abgerissen. Ach, Quatsch. Verbrannte Erde hinterlassen hier. Boah, jetzt passt immer auf. Wieso? Und wieso, was passiert? Ich baue mir gerade Ritter Kunibert mit einer Volleisenrüstung. Ach, du Penner, nimmst jetzt hier die ganzen Eisen? Ja, es ist guck, Hallo, Alter. Ich habe das ganze Eisen ja wohl auch geerntet, ja. Das ist überhaupt nicht wahr. Warum ist denn da eine Tür? Das hätte ich dir niemals Peter hat uns hier eine Tür gebaut. Was muss ich? Hey, ist das geil? Guck dich mal von vorne an. Nicht dein Arsch. Wie geht denn das mit... Ah, ja. Bist du schon an mir vorbei? Nee. Ist doch klasse. Sieht ein bisschen eintönig aus. Ja, passt schon. Sieht ein bisschen aus wie Robocop. Warte, ich helfe dir. Achso, du wolltest das auch mit... Scheiße, mit, das funktioniert nicht. Ja, du wolltest mich jetzt hier nach unten, du fiese Sau. Nein, siehst, so jetzt habe ich wieder die ganzen Rohstoffe vergessen, wo die waren. Bau mir mal so eine Treppe hier nach oben irgendwie. Ah! Hier. Du blöde Sau! Dafür warte ich hier eine halbe Folge. Was hast du gemacht? Ich habe nicht aufgepasst. Der hat mir einfach unter dem Boden den Klotz weggehauen, dann bin ich hier nach unten gefallen. Aber du kannst hier einfach... Hier, es war nämlich vorher auch keine Treppe und jetzt ist hier eine. Hä? Ja, geil. Ich bin stolz auf dich, Pete. Oh, scheiße. Irgendwie habe ich die Treppe nicht vernünftig gemacht. Ach, die war ja auch auf der anderen Seite. Na, egal. Gibt's denn noch Eisen oder hast du das jetzt alles weggebaut? Nee, da war noch eine ganze Menge im Ofen. Aha. Ich war sehr bescheiden, also nicht sehr bescheiden, sondern nur leicht bescheiden, aber... Wow, was war denn das? Ein Creeper. Oh, fuck you. Gut, dass ich eine Rüstung anhatte. Ah. Da ist noch einer. Mach den weg. Nee, das muss Pete machen. Pete macht ich hab nicht kaputt. Meine Rüstung. Au, wo ist Pete? Als explodiert er. Ah, fast, der hat schon gezündelt. Wo geht's überhaupt lang? Ich laufe ins falsche Eck. Ja, noch, da hast du dir eine komplette Eisenrüstung gebaut. Also alles, Kopf, Brust und so weiter und so fort. Guck mal, also steht 24 hier. Eisen müsste das gekostet haben. Verhau den einfach. Au! 22. Nein! Ja, nee, ich hatte ja den Hut schon. Jetzt bist du schon wieder tot. Oh Mann. Ja, ich dachte, der bist du echt ist auf dich fixiert. Gerade? Dann kannst du wenigstens nicht das Eisen wegnehmen, das ist gut. So wird hier gedacht. Das ist unglaublich. Ja, da werden Männer zu Hyänen. Kann ich mir auch einen Milcheimer auf den Kopf setzen? Und wie muss ich immer an König der Löwen denken, wenn ich Hyänen höre? Aber den habe ich letztens noch mal auf 3D Blu-ray gesehen. Der hat es immer noch drauf, der Film. Der kann echt alles. Ich finde, der 3D-Effekt ist der Hammer. Ohne Scheiß. Also wie sie das hingekriegt haben, Zeichentrick in so gut und so sauber in 3D umzusetzen, da war ich echt begeistert. Ich habe im Kino gesehen. Naja. Frag nicht, wieso. Ich hätte es auch gemacht. Aber war echt geil. Was komisch ist, dass der Film selber... Mag auch an der deutschen Fassung liegen, weil die Songs so schlimm sind im Deutschen. Okay, ich hab die englische Version. Auf Deutsch sind die schon schlimm, Entschuldigung. Wow. Der ewige Kreis. Das könnte auch ein Song von Peter Maffay sein. Der ewige Kreis, yeah. Nee, ich hab die Blu-ray hier und dann habe ich's auf dem Fernseher geschaut. Auch nicht schlecht, ne? Mit Metallsacko und die Anzughose dazu. Ja, du bist schon ganz schick. Ne? Ja, warte, jetzt gibt's auch... Bist du ein bisschen pumpig gerade, Martin, weil du jetzt schon wieder explodiert bist? Oder? Ja, weil es irgendwie alles eure Schuld ist. Das war dein Creeper. Ich wollte dir helfen. Mein Creeper? Ja, schon. Bist du wahnsinnig. Pete reißt mir den Boden unter den Füßen weg und du... Aha. Ja, findest du das jetzt wieder nicht? Ich bin erst auf dem Weg. Ich habe mir erstmal jetzt ein bisschen ausgerüstet, obwohl ich habe immer noch kein Fleisch oder so. Soll ich dir vielleicht mit meiner Karte ein bisschen helfen, wo du lang musst? Jetzt noch nicht. Ungefähr weiß ich es noch. Ah, der feine Herr weiß also Bescheid. Die Sau. Da muss ich, glaube ich, nachher den Ton beim Schneiden ein bisschen runterstellen, weil der Regen so scheißen Dreck laut. Haben wir denn noch ordentlich Eisen, Pete? Jetzt nicht mehr. Ja, es ist echt ein bisschen knapp. Also für Martin ich hab noch ein paar über. Nee, ich habe noch 10 gefunden und ich habe selber auch noch ein paar. Also für eine Rüstung für Martin reicht es dann schon. Ja, das ist gut. Jetzt sind wir schon so weit, dass wir über ihn in der dritten Person reden. Ja, der Typ, der da draußen im Regen rumläuft. Der dich retten wollte. Ja, ja, schlimm. Würde ich ja nicht machen, sowas. So, ich habe volle Rüstung. Das ist gut. Cool. Ah! Du hast auch nichts mehr zu essen, oder? Nee, gar nichts mehr. Martin muss. Nein! Au, fuck it! Martin, kannst du vielleicht ein bisschen Essen mitbringen? Ja, Zombiefleisch. Bring was zu essen. Ich bin schon halb tot, sehr witzig. Au! Das ist aber blöd. Oh, das ist ätzend. Nein, noch tot.
Ups. Oh, was ist denn jetzt los? Nichts. Na? Rage Quit beinahe. Nicht mal extra. Ja, ich hab. Warum muss ich denn auch nachts rumlaufen? Man stirbt immer nachts auch. Das ist so unfair. Ist René denn auf der Gamescom? Ich bin zusammen mit René gleichzeitig da. Wir sind auf diesen YouTube-Days da nur. Das ist ja optimal. Samstag und Sonntag, oder wann ist das? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht eingeladen. Echt? Kannst du auch selber einladen. Ja, deswegen. Ich habe mich nicht gekümmert, sagen wir mal so. Du hast dich nicht eingeladen. Akkreditier dich doch mal für die Gamescom, ist total leicht. Habe ich schon gemacht. Ach so. Ja, aber diese YouTube-Days, da musst du irgendwie nur so eine Anmeldung, ich glaube. Das geht immer noch, also könntest du da immer noch hin. Komm doch mal. Hm. Guck's dir mal an. Vielleicht. Wir sind da. Wird super. Ja, das wäre schon ein Pluspunkt. Ja. Es sind bestimmt auch Daniel, viele andere tolle Leute da. Ja? Be careful. Das bin ich. Das bin ich. Wo denn? Wie wo denn? Der steht da. Da. Da über uns. Ich schieße ihn jetzt ab. Guck mal auf die Karte, ja, wie weit ich noch weg bin. Soll ich dir helfen? Warte. Hast du mich gerade geschlagen, Junge? Nee, Entschuldigung. Nee, ich hab dir gerade einen Pfeil in den Kopf geschossen von hinten. Ja, das ist natürlich viel besser. Alter, ich wäre sowas von beinahe in der Lava gewesen. Alter Schwede. Arrow to the knee. Oh Gott. So, Zombie ist kaputt. Jetzt sag mir, wo ich lang muss. Ja, Daniel muss auf die Karte schauen. Wenn ich das mache, dann bringt dir das nichts. Du kannst jetzt... Au! Fuck, schon wieder ein Zombie am Sack. Ja, du bist ein bisschen rechts... Du musst eigentlich doch nur an dem Strand entlang, du weißt doch. Ja, du bist hier richtig. Du musst noch ein Stück geradeaus. Noch ein Stück geradeaus. Bin fast da. Ach, scheiße, ich werfe immer die Karte weg, das gibt's doch gar nicht. Bin unterwegs noch so eine Horde... So eine Schnitzel... Da hinten ist Licht. So eine Schnitzelherde getroffen hätte, das wäre gut gewesen, aber leider nur Zombies. War schon wieder Nacht? Es ist nur Nacht, es ist schon scheiße draußen. Ich sterbe ja echt in den ungünstigsten Fällen. Naja. Was war das denn für hier? Ja. Ja. Achso. Irgendwo hier waren noch Rohstoffe. Ich habe hier ein bisschen Kohle. Wie kann man denn... Ich müsste mich jetzt quasi wieder nach draußen graben, irgendwie, oder halt unseren Ausgang suchen, um das ganze Zeug mal in Sicherheit zu bringen, oder? Wenn das in der Kiste ist, ist es schon mal ziemlich in Sicherheit. Ja, aber dann ist es halt in der Kiste, die in der Mine rumsteht, aber wir wollen ja hier nicht alt werden in der Mine, oder doch? Wir wollen auf jeden Fall noch mindestens genug Rohstoffe sammeln, dass der Martin auch eine komplette Rüstung hat, würde ich sagen. Dann sammle ich doch schon mal ein bisschen Eisenerz. Ihr hättet mir hier mal ein fünftiges Treppen bauen können, dieser scheiß Kies. Dass ich nicht runterspringen muss und mir dabei schon drei Herzen pflücken gehen. Der braucht gar nicht so blöd zu lachen. Komm, ich fand's witzig. Ja, da hat Martin aber schon nicht ganz unrecht, ne, Pete? Also so nicht, ne? Ja. So, nee. Darauf stoßen wir an. Moment, ich bin ja hier gerade am Eisen. Ja, darauf kannst du eben anstoßen. Ich halte mein Bier nicht ewig hin. Das Bier ist eh schon warm. Jetzt komm, ja, und? Das Boah, ich habe Lapis Lazuli jetzt. Trink der Bier allein, ich hole dir gerade die Rohstoffe raus. Das läuft ja nicht weg. Doch. Lapis Lazuli ist voll unnötig. Jetzt mach, Daniel. So viele Edelsteine. Ja, die sind auch immer gleich immer noch da. Da baue ich uns Geschmeide draus. So, Prost. Danke. Mhm. Unser Let's Play Odrum hat eine wahnsinnig tolle Eigenschaft. Mhm. Die macht Bier in 200% schnellerer Zeit warm als andere Räume. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Wenn ihr immer noch beim ersten seid, dann ist das ja schon relativ lange, dass ihr das rausgeholt habt, oder? Ja, weißt du, wie kalt es in München ist? In Köln ist es nicht kalt. Ich glaube, ich baue jetzt gerade voll den Scheiß hier. Ich muss extrem vorsichtig sein. Ich spring mal hier runter und brech mir. Ah, naja, immerhin, das ging noch. Oh, bist du schon wieder in der Höhle? Soll ich dir dieses Mal wirklich eine vernünftige Treppe bauen? Nicht so wie letztes Mal? Nö, ich habe mir jetzt schon die Beine gebrochen. Schon okay, Pete. Okay. Passt schon. Ist alles super. Ist hier noch irgendwas in der Kiste oder so, was ich mitnehmen müsste? Und an der Kiste kommen wir sowieso vorbei, wenn wir zurück dahin gehen. Naja, weil ich irgendwas schon mitnehmen kann. Wo seid ihr hier? Da. Boah, total gefährlich alles hier. Boah, und ich hab's gewusst, ich werde später attackiert. Nö. Oh, von wo? Weiß ich nicht, von hinter mir. Es sei denn, jemand hat mich getreten, einer von euch. Nee, ich war's nicht. Nee, aber irgendwas hat mich gerade getroffen. Ich brauche mal eine Spitzhacke jetzt, wenn ich mit... Hast du einen Pfeil auf mich geschossen, Pete? Nee, oder? Ich bin ganz woanders. Ja. Abgesehen davon, dass du das verdient hättest, aber trotzdem. Wofür denn? Hast du mir vielleicht schon einen reingedrückt? Ja, das war ja keine Absicht. Ich wollte dich ja nur schützen. So, ich bin über euch, Leute. Nicht mich schlagen. Ich habe wirklich nicht auf dich geschossen.
Ich habe ein Schwert, aber mehr auch nicht. Ich brauche eine Spitzhacke mal. Wieso hast du denn, war in der Truhe keine das waren doch 8 Milliarden Spitzhacken. In welcher Truhe denn? Darum geht's doch. Da ist der Zombie. Warte, hier rum. Das bin ich. Nee. Hier rum? Hier rum. Da unten ist er. Was, wo? Hier. Bist du jetzt? Ich hab dich, So, stopp, hier lang. Ja. Geil. Ah, hier ist ja der Wahnsinn. Eisenschapitzhacke. Schapitzhacke. Kann das sein, dass du von einem Skelett beschossen wurdest, Daniel? Ach, sein kann viel, ne? Ja, das stimmt. So, du wolltest dir eine Rüstung bauen, Martin? Ja, sicher will ich mir eine Rüstung bauen. Will ich mir eine Rüstung bauen, oder was? Nee? Ja, doch. Sag ich doch. Ach, ich habe auch noch ein bisschen Eisen. Warte mal kurz, du brauchst schon ein bisschen was dafür. Soll ich dir mal das ganze Eisenerz in die Truhe legen, dann kannst du dir eine Rüstung bauen. Nee, leg's mal am besten direkt in den Ofen. Nee, das Eisenerz ist ja schon im Ofen, ich meine die Eisenbarren. Ach so. Getan. Also ich leg die Eisenbarren jetzt mal in die Kiste, ne? Und mit den Eisenerzen, die gerade schmelzen, hast du locker genug für eine ganze Rüstung. Wenn da noch ein Helm für mich bei rausspringt, wäre super. Weil der ist bei mir bald kaputt. Der Rest ist mal in Ordnung. Könnte tatsächlich funktionieren. Geh halt mal zum Friseur. Ja, Helmfrisur ist auch ganz schön hip, muss ich sagen. Ja, geht so. Sehr modisch und gucken einem immer die Leute nach und sagen, wow, guckt ja den an. Ach ja? Hast du schon ausprobiert? Ja. Wie, was ist Helmfrisur? Ist Helmfrisur so ein bisschen Pilzkopf-Beatles-Style? Ja, nur in helmiger. Aber das ist eine andere Geschichte, vor allem ist die Folge jetzt schon wieder vorbei. Schon wieder? Ja. Dann kann in der Pause aber wenigstens das ganze Eisen vor sich hinschmelzen und dann geht es in der nächsten Folge Padauts ab. Und dann haben wir alle drei nämlich eine Rüstung. Dann können wir uns irgendwie coole Ritternamen überlegen. Alle drei zusammen. Ich überlege mir in der Pause schon einen Ritternamen für mich. Na dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.